Ich habe dir hier einen Quader vorbereitet, der hat eine Länge von 2 cm, eine Breite von 3 cm und in dem Fall hier eine Höhe von 5 cm. Das habe ich aber nicht hingeschrieben, weil hier steht nur ein H für Höhe. Warum? Weil ich möchte mit dir mal gucken, was passiert, wenn wir die Höhe hier verändern, was das für einen Einfluss haben könnte auf das Volumen. Und zwecks dessen habe ich schon mal eine kleine Tabelle vorbereitet. Also fangen wir mal an, wenn die Höhe hier 5 cm sein soll. Was ist denn das Volumen? Halt mal das Video an und rechne das schnell aus. Also wir haben dann hier Länge 2 cm mal Breite mal 3 cm mal der Höhe von 5 cm in diesem Falle. Was kommt da raus? Da kommen wir auf 2 mal 3 ist 6 mal 5 ist 30. Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter ist Kubikzentimeter. Okay, jetzt schlage ich vor, wir verdoppeln einfach mal die Höhe. Also statt 5 cm sagen wir jetzt einfach mal, die Höhe ist 10 cm. Wie könnte das dann aussehen? Habe ich schon mal vorbereitet, auch hier. Also wir sehen jetzt hier, das ist 10 cm versus 5 cm. Was denkst du, was mit dem Volumen hier passiert ist? Das sieht so aus, als hätte sich das verdoppelt, ganz genau. Gucken wir mal, ob das stimmt. Also wir schauen mal, wenn wir jetzt hier einsetzen, Länge mal Breite mal Höhe in dem Fall von 10 cm, was kommt da dann raus? 2 mal 3 ist 6, 6 mal 10 ist 60. Aha, das scheint zu stimmen. Von 30 Kubikzentimeter auf 60 Kubikzentimeter, da haben wir genau das Doppelte. Richtig? Mal 2. Und von der Höhe 5 auf 10 cm kommen wir auch mal 2 gut hin. Also wenn wir die Höhe verdoppeln, verdoppeln wir das Volumen. Wir könnten auch die Breite verdoppeln, dann verdoppelt sich auch das Volumen. Wir könnten auch die Länge verdoppeln. Also es ist egal, was du verdoppelst. Du verdoppelst eine Dimension und das Volumen verdoppelt sich auch. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Sagen wir mal, wir verdoppeln die Kantenlänge hier von 10 auf 20 cm. Was denkst du, was dann passiert? Genau das Gleiche. Also wir haben hier die 10 cm und hier die 20 cm und du siehst, das hier ist genau die Hälfte von diesem ganzen Volumen. Also wir können auch hier einschreiben, wenn wir das verdoppeln, dann kommen wir auf Länge mal Breite mal Höhe. Höhe in dem Fall 20 cm. 2 mal 3 ist 6 und 6 mal 20 ist 120. 120. Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter, das Kubikzentimeter und du siehst, 120 ist genau das Doppelte von 60. Du kannst also auch rückwärts gehen. Du kannst sagen, wenn du eine Dimension halbierst, also wenn du von 20 Zentimetern in der Höhe auf 10 gehst, dann halbiert sich auch das Volumen des Körpers, des Quaders, muss man sagen. Jetzt schauen wir mal was Interessantes an. Was ist denn, wenn wir nicht nur eine Dimension verdoppeln, sondern zum Beispiel zwei? Ich habe hier nochmal den gleichen Quader von eben vorbereitet. Also wir haben hier 2 cm und hier 3 cm und in der Höhe hier weiterhin 5 cm. Jetzt will ich aber die Höhe verdoppeln und die Länge. Dann sieht der Quader so aus. Also wir haben jetzt hier die Länge von 4 cm und wir haben eine Breite nach wie vor von 3 cm. Aber diesmal haben wir eine Höhe von 10 cm. Jetzt sagt mir nochmal schnell, was war das Volumen unseres kleinen Quaders? Das war 30 Kubikzentimeter, ja, 2 mal 3 mal 5. Und was ist das Volumen dieses großen Quaders? Da haben wir 4 mal 3 mal 10. 4 mal 3 ist 12 mal 10 ist 120. Da kommen wir also hier auf 120 Kubikzentimeter. Jetzt frage ich dich schnell, wie steht das im Verhältnis zu diesen 30? Das ist genau das Vierfache, genau. Guck mal. Ich zeige dir das auch gleich nochmal grafisch. Also, wenn du dieses Teil hier viermal nimmst, müssten hier vier von diesen Quadern hier reinpassen, richtig? Genau, das passt auch. Hier haben wir einen. Hier haben wir einen zweiten. Hier haben wir einen dritten. Siehst du, wie gut das passt? Und hier haben wir einen vierten. Jetzt sag mir doch mal, warum ist denn das so? Warum passt denn das jetzt viermal da rein? Du musst dir klar machen, du hast die Kante hier verdoppelt und die verdoppelt. Du hast einmal mal 2 gerechnet und ein zweites Mal mal 2 gerechnet. Also du hast 2 mal 2 gerechnet. 2 mal 2 macht 4. Also das Volumen vervielfacht sich. Und jetzt kommt die Quizfrage. Was passiert, wenn ich in meinem Quader alle drei Dimensionen verdoppel? Da freue ich mich schon auf deine Antwort.